Ja, du hast ja eben mal erzählt, du hilfst Menschen von Selbstständigen zu Unternehmern zu werden. Und das ist ja auch ein Werdegang, den du selbst hinter dir hast. Ne? Wie ist das denn bei dir? Wie war bei dir der Prozess vom Selbstständigen zum Unternehmer? Naja, also ich habe ja mehrere Firmen und gehabt im Laufe meiner Zeit. Und die erste Firma, die ich gehabt habe, das war eine Softwarefirma. Ich habe sie 1997 gegründet. Relativ unerfahren, relativ planlos, halt zum Gewerbeamt gelaufen. Jetzt habe ich eine Firma, prima, jetzt geht's los. Habe sogar noch ein Foto gemacht von der Gewerbeanmeldung und mir, damit es auch dokumentiert wird. Und dann habe ich erstmal versucht, Kunden zu finden, habe erstmal keine gefunden, wie es eben so ist. Und so nach einem Jahr, anderthalb Jahren kamen so erste Großkunden. Auf einmal ging es dann richtig los und richtig zur Sache. Dann kam irgendwie amerikanische Botschaft, die Telekom, Ostdeutscher Rundfunk, die ARD, eigentlich alle so mit Rang und Namen. Und auf einmal waren da so 12, 15 Leute um mich rum und ich wusste gar nicht, wie mir geschehen war. Ich war doch eigentlich ja Programmierer. Und war das damals die Zeit der New Economy und da haben wir gesehen, okay, andere Firmen, die wuchsen noch schneller. Und die hatten so ein Zaubermittel und dieses Zaubermittel hieß damals Venture Capital. Da haben wir uns gedacht, okay, ist ja eigentlich blöd, die wachsen da an uns vorbei. Wir machen Gewinne, aber die wachsen schneller, ist ja blöd. Also brauchen wir auch dieses Zaubermittel Venture Capital, sind losgelaufen, haben das gesucht und tatsächlich auch gefunden. Und zwar einen Monat nach den Anschlägen auf das World Trade Center, wo normalerweise gar nichts mehr finanziell gelaufen ist, haben wir unser Investment gekriegt und auf einmal waren wir 30 Leute. Und ab dann ging es eigentlich den Berg runter. Die Gewinne sind den Bach runtergegangen und ich habe erst mal versucht herauszufinden, woran liegt es eigentlich. Das lag dann, dachte ich zuerst, naja gut, die Verkäufer kriegen das nicht hin, weil die Umsätze sind eingebrochen von, ich weiß nicht, 260.000 Euro im Quartal auf 100.000, also so richtig rapide. Die neuen Verkäufer, die wir eingestellt haben, die sind noch nicht so richtig gut, also schulen wir die erst mal. Und dann haben wir die geschult, aber es hat sich nichts geändert. Und dann habe ich halt so gedacht, so richtig Fachkraft, Selbstständigermäßig, na, wenn die das nicht hinkriegen, ich habe vorher allein diese 260.000 Euro reingekriegt, also gehe ich da mal raus und zeige denen so ein bisschen, wie man das macht, bin rausgegangen, habe aber auch nicht mehr Umsätze gemacht. Und das fand ich, etwas demotivierend erstmal. Und dann habe ich immerhin gelernt bei den Gesprächen, die wollen noch ein paar Features haben. Und das Ergebnis war, ich habe mich dann wieder mit den Programmierern hingesetzt und angefangen zu programmieren Tag und Nacht. Das heißt, vorher habe ich verkauft, dann habe ich programmiert. Das heißt, ich habe immer die Fachkraftaufgaben gemacht und es wurde immer schlechter und schlechter und schlechter. Und dann gab es irgendwann eine erste Entlassungswelle, eine zweite Entlassungswelle. Und nach der dritten Entlassungswelle war halt keiner mehr da, sprich die Firma war pleite. So, und ich wusste überhaupt nicht, was ist eigentlich passiert, weil vor den Investoren, da hatten wir die ganze Zeit Gewinne gemacht. Was ist passiert? Was ist schiefgegangen? Und in der Zeit fing ich an, damals zu lernen, wie führt man eigentlich ein Unternehmen? Was heißt es, Unternehmer zu sein? Und in dieser Zeit stieß ich damals auf ein Buch von dem Michael Gerber. Kennt hier in Deutschland fast niemand. Das Geheimnis erfolgreicher Unternehmen. Und da hat er die Unterscheidung gemacht zwischen Fachkraft, Manager und Unternehmer. Und als ich das so gesehen habe,
da fiel es mir echt wie Schuppen von den Augen, weil ich war die ganze Zeit immer nur, ich hatte zwar 30 Mitarbeiter, aber ich war immer nur die Fachkraft, Verkäufer, Programmierer, derjenige, der dann irgendwelche Zahlenprojektionen für die Venture Capital Leute gemacht hat, also immer die Fachkraft. Aber ich habe eigentlich nie wirklich unternehmerisch für die Firma vorausgedacht, an der Strategie gearbeitet. Die hat sich vorher immer durch Zufall irgendwie ergeben oder halt auch nicht ergeben. Und das war die Hauptursache für meine Pleite. Und nachdem ich es einmal begriffen hatte, dann war eigentlich auch sofort klar bei meiner zweiten Firma, da baue ich das von vornherein anders auf. Da bin ich nicht die Fachkraft, sondern ich bin weitestgehend der Unternehmer. Und auch jetzt mache ich es, soweit es möglich ist, ähnlich. Muss man sagen, okay, ich halte Seminare, aber begrenzt auf 39 Tage im Jahr. Das ist meine Fachkrafttätigkeit und der Rest der Zeit ist Unternehmertätigkeit. Das heißt, man kann sich's limitieren und dann so einen anderen Zeitraum eben sich frei halten für Strategie, für die Frage, was für eine Kultur will ich eigentlich im Unternehmen haben, was für eine Vision habe ich im Unternehmen, welche Systeme soll mein Management schaffen, damit alle Prozesse gut laufen, für all die unternehmerischen Fragen eben, die nach vorne gehen. Der Tiefpunkt, an dem du warst, von dem du eben geschrieben hast, geschildert hast, was hat er für dich bewirkt im Kopf, dass du diesen Misserfolg durchschritten hast? Naja, ich denke, man muss da zwei unterschiedliche Zeitpunkte unterscheiden. Als ich damals in dieser Situation war, hat sich das natürlich ganz anders angefühlt als heute. Damals in dieser Situation war das für mich wirklich ein schreckliches Erlebnis, weil ich habe 6,5 Jahre lang was aufgebaut oder geglaubt, was aufzubauen. Und dann war das auf einmal weg und ich stand vor einem Scherbenhaufen, wo ich das Gefühl hatte, ich bin gescheitert, ich habe irgendwelche Fehler gemacht, aber ich weiß nicht welche. Und zugleich, ich meine, das Ganze, was irgendwie bei der Pleite immer dazukommt, sind Dinge wie Schulden im sechsstelligen Bereich, die nicht lustig sind, wenn man gerade kein Einkommen hat. Dann freut man sich da nicht sonderlich drüber. Dann ein größerer Anteil von, ich sag mal in Anführungszeichen, Freunden, die einen auf einmal nicht mehr kennen wollen und also da kommt eine ganze Menge mit zu, wo man sich dann erstmal fragt, was ist eigentlich passiert und wo halt viele Unternehmer, die diese Erfahrung machen, speziell auch in Deutschland, die kippen dann ab oder versuchen das Ganze von sich wegzuschieben und zu sagen, ja, das war die blöde Wirtschaftslage, damals ist die New Economy eingebrochen, die Mitarbeiter haben Fehler gemacht, die Banken haben uns den Kredit gestrichen, das ist bei uns auch alles passiert. Aber das ist nicht die Ursache. Die Ursache, die lag in mir und das habe ich gespürt und ich konnte den Fehler nicht von mir wegweisen. Das hat mich damals zum Lernen gebracht, aber es war eine schmerzvolle Erfahrung. Wenn ich es heute zurückblicke, dann ist der Schmerz eigentlich völlig weg. Ich meine, gut, das ist 8 Jahre her, irgendwann ebbt jeder Schmerz ab. Aber ich gehe mittlerweile heute so weit, dass ich sage, das war das wichtigste und beste Erlebnis, was mir in meinem Leben passieren konnte. Also wirklich Betonung auf bestes Erlebnis. Weil ohne dieses Erlebnis hätte ich nicht angefangen umzulernen und ich hätte nicht das rausgeholt, was in mir steckt. Ich hätte mein ganzes jetziges Business würde nicht existieren ohne dieses Erlebnis. Von daher war es das Beste, was mir passieren konnte. Du hast mal gesagt, Krisen sind geil. Ist das, was du daraus gelernt hast? Ja, also ich meine, diese Aussage, Krisen sind geil, die bezieht sich ja auch auf ein Zitat. Ich glaube, Hillary Clinton hat es irgendwann mal genutzt. Never waste a good crisis. Ich finde, in jeder Krise kann man was lernen und man kann es nutzen, wenn man sich darauf einlässt. Wenn man die Krise nutzt, um anderen die Schuld zuzuschieben, dann hat man halt das Glück oder Pech, je nachdem, wie man es ansehen will, genau dieselbe Krise einige Jahre später nochmal erleben zu dürfen, weil man hat ja nicht dazugelernt. Du hast gesagt, in der Krise bist du ans Lernen gekommen, was ich schon sehr bewundernswert und prima finde. Was genau hast du gelernt? Was waren die Schritte, die dich aus der Krise wieder zu dem Erfolg gebracht haben, den du ja jetzt hast? Also das war einmal diese Geschichte mit Fachkraftmanager und Unternehmer, die ich schon gesagt habe. Ein zweiter wichtiger Punkt war das ganze Thema, wie gehe ich eigentlich mit Geld um? Vorher bin ich relativ
Ja, ich sag mal, ich habe mir keine großen Gedanken gemacht. Wenn ich Gewinne gemacht habe, dann kam halt das Geld rein. Wenn ich gerade mal keine Gewinne gemacht habe, dann ging es wieder raus. Also ich habe mir keinen großen Plan gemacht. Und dann hinterher, nachdem ich auf einmal viele Schulden hatte, habe ich mir überlegt, ich muss damit anders umgehen. Hatte damals dann auch Bodo Schäfer kennengelernt und habe mir dann wirklich, muss ich das vorstellen, halt mit einem sechsstelligen Betrag Schulden so ein Ziel gesetzt, innerhalb weniger Jahre eine Million zu haben. Das ist für einen, ich sag mal, Außenstehenden wirkt das nicht gerade realistisch. Das ist mittlerweile erfüllt, also von daher, es ist realistisch, wenn man dran glaubt und dann dran arbeitet. Und das Wichtige ist, ich glaube noch nicht mal das Ziel zu setzen, ob ich da jetzt 1 Million oder 3 Millionen oder 200.000 oder so aufschreibe, das ist eine Zahl auf dem Papier. Ich glaube, es geht um die Emotionen und um die Sicherheit und um die Überzeugung dahinter, das wirklich erreichen zu wollen. Das war damals, als ich pleite war, beziehungsweise diese Schulden hatten, stand das schon stark im Vordergrund. Im Laufe der Zeit hat sich das immer weiter abgeschwächt. Jetzt sind es ganz andere Themen. Jetzt geht es mir wirklich darum, anderen Nutzen zu bieten und was zu geben. Und die Ziele haben sich geändert. Die Ziele in der Krise visualisieren, hast du ja gerade gesagt, finde ich ein gutes Stichwort. Ich sag mal, ich weiß jetzt auch, wie wichtig das ist, aber wenn jemand in der Krise steckt und weiß ja, wie es sich anfühlt, was würdest du jemandem raten, der in so einer Krise steckt? Wie kann er sich da ein Ziel raussuchen und das auch daran auch wirklich wieder glauben? Mhm. Das ist ja, glaube ich, gerade der Knackpunkt. Das ist nicht so leicht. Über eine dauerhafte Beschäftigung. Also was ich damals gemacht habe, war eigentlich ganz einfach. Ich habe ein großes Blatt Papier genommen, DIN A0, und habe das über mein Bett an die Wand gehängt und 4 verschiedenfarbige Stifte drunter. Und dann habe ich so meine Ziele 2010, also 7 Jahre voraus, in die Mitte reingeschrieben. Und dann habe ich halt verschiedene Lebensbereiche. Finanzen und Materielles ist ein Lebensbereich, Partnerschaft, Unternehmen, Persönlichkeit und Lernen. Also die verschiedenen Lebensbereiche, einfach Äste von einem Mindmap hingemalt. Und immer dann, wenn ich vorbeigekommen bin, und ich bin mehrfach am Tag vorbeigekommen, dann habe ich halt irgendwas hingeschrieben, was mir eingefallen ist. Dann bin ich wieder vorbeigekommen und habe mir gedacht, ach nee, irgendwie, weiß ich nicht, Hubschrauber fliegen ist vielleicht doch nicht so schön, Hubschrauber wieder durchgestrichen, tierischer Krach in so einem Gerät. Also nachdem ich mal mitgeflogen bin irgendwo, habe ich mir gedacht, nee, das willst du nicht irgendwie, mit einem eigenen Hubschrauber macht keinen Sinn. Und halt wieder durchgestrichen. Und so entwickelt sich das im Laufe der Zeit. Und diese Zeit muss man sich auch geben, sich mit seinen Zielen auseinanderzusetzen. Es geht nicht, dass man sich einmal hinsetzt irgendwie, ich schreibe jetzt irgendwie in 20 Minuten meine Ziele auf und lege das in eine Schublade und dann ist weg. Man muss sich kontinuierlich mit auseinandersetzen. Und wenn man dann anfängt, da hat man dann kleine Ziele, große Ziele drunter und dann schafft man es halt in diesem halben Jahr, Dreivierteljahr, wo man sich mit auseinandersetzt, da erreicht man schon das eine oder andere kleine Ziel. Also eines meiner kleinen Ziele war erstmal, die ganzen Schulden wegzukriegen. Die habe ich in der Zeit weggekriegt. Und wenn man dann das Gefühl hat, hey, ich habe da so ein Ziel erreicht, da stehen noch andere, die erreiche ich auch irgendwann, das ist einfach geil. Und dann fängt man an, auch dran zu glauben. 5 oder 6 konkrete Schritte zum Erfolg. Als Unternehmer. Mhm. Ich meine, mit diesen konkreten Schritten tue ich mich immer, muss ich sagen, ein Stück weit schwer, weil ich glaube, sehr vieles, wenn nicht der allergrößte Teil, ist das Mindset. Das heißt, um erfolgreicher Unternehmer zu werden, würde ich sagen, 80% und in den höheren Regionen eher noch mehr reine Psychologie. Das heißt, was man dann für die Schritte ableiten kann, ist natürlich, sich um sich selbst und um sein eigenes Mindset, um seine eigene persönliche Entwicklung zu kümmern. Und sich immer wieder auch kritisch zu hinterfragen, weiterzubilden, Coach zu nehmen, Seminare zu besuchen, etc. Also das halte ich für den absoluten Schlüssel. Dann an konkreten Punkten, klar, versuchen möglichst die Fachkraftaufgaben zu reduzieren. Wenn ich andere Mitarbeiter habe, dann kann ich den Mitarbeitern die Fachkraftaufgaben übergeben. Habe ich die nicht, dann gibt es externe Dienstleister, denen ich einiges übergeben kann, um mir einfach eine Zeit zu blocken. Und wenn es nur 4 Stunden in der Woche sind, ist völlig egal, wo ich mich um die Unternehmeraufgaben kümmern kann. Das halte ich für den nächsten wichtigen Schritt. Und als erste Unternehmeraufgabe, die ich angehen würde, ist als allererstes aufräumen, Platz schaffen, noch mehr Zeit zu schaffen, um wirklich den Kopf frei zu kriegen, neue Dinge zu entwickeln. Und wenn man das geschafft hat,
Der nächste Schritt ist dann meines Erachtens nach immer die Strategie vom Unternehmen, heißt, sich eine kleine Zielgruppe auszuwählen, für die eine möglichst optimale Leistung zu entwickeln und die Leistung so zu gestalten, dass auch der Kunde sieht, dass es die optimale Leistung für ihn ist. Gerade die kleine Zielgruppe ist ja, da tun sich viele schwer mit. Also die denken dann, finde ich aber keinen, weiß ich nicht und dann verliere ich ja Kunden. Was rätst du denen? Naja gut, die Frage ist, wie kommt man überhaupt zu diesen Schwierigkeiten? Und meines Erachtens nach ist die Hauptursache für diese Schwierigkeiten, eine kleine Zielgruppe zu finden, die eigene persönliche Angst. Nämlich die Angst vor Umsatzverlust, vor was passiert, wenn das nicht klappt und so weiter. Und ich glaube, dass man sich da mit seiner eigenen Angst sehr viel mehr blockiert, die Zielgruppe zu finden, als mit irgendwelchen, ich sag mal, inhaltlichen, analytischen Problemen. Die lassen sich relativ einfach klären, aber so das immer wieder davor zurückscheuen, jetzt wirklich die Zielgruppe zu verengen, das ist das eigentliche Problem. Und selbst wenn man solche, ich sag mal, eher ängstlichen Unternehmer, wenn die auf den Punkt kommen, sich mal für eine Zielgruppe zu entscheiden, du kannst darauf wetten, dass die spätestens 2, 3, 4 Monate später, die wieder aufweichen und wieder breit werden und ihre Strategie, die sie hatten, zerlegen aus dieser Angst raus. Das heißt, mit dieser Angst, der muss man sich stellen und einfach den Mut haben oder sogar einfach die Sichtweise zu ändern, weil normalerweise ist eine kleine Zielgruppe mit einem großen Risiko im Kopf verbunden. Und ich glaube, eine kleine Zielgruppe ist kein großes Risiko, sondern eine große Chance. Eine große Zielgruppe ist ein großes Risiko und gar keine Chance. Das heißt, wir müssen oder der dieses Problem hat, muss an der Angst ansetzen. Der muss an der Angst ansetzen, ja. Wie fängt man das an? Ach, da gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Also ich hatte damals, als ich Schulden hatte, pleite war und nicht viel eingenommen habe, da hatte ich natürlich auch Angst und immer wieder kam ich so zurück irgendwie, wenn ich jetzt auf die kleine Zielgruppe, dann verschenke ich ja Umsätze und so weiter. Und immer wenn ich bei mir selbst diese Angst festgestellt habe, dann habe ich einen einfachen Mechanismus genommen und zwar, ich habe Geld gespendet. Klingt jetzt ein bisschen merkwürdig und vielleicht sozial. Es war nicht sozial motiviert, sondern es ging um mich an der Stelle. Ich habe eine Regel gehabt, die hieß, wenn du irgendwie so diese Angst verspürst, dann spende 10 Euro. Und zwar die Überlegung war, wenn ich Geld weggebe, dann geht es offensichtlich immer noch anderen Menschen vielleicht schlechter als mir. Und denen kann ich was geben, ich kann auch weggeben. Und damit kommt man in so ein Gefühl der Fülle rein. Jetzt hat es nicht immer funktioniert. Manchmal habe ich mir gedacht, oh Scheiße, du hast keine 10 Euro, das kannst du nicht machen. In meinem Geldbeutel waren sie ja drin, aber ich habe es mir selber eingeredet, du hast es nicht. Und dann gab es eine zweite Regel, die dann griff. Immer dann, wenn dieses Scheiße, du kannst nicht machen, vorkam, dann wurden diese 10 Euro verdoppelt und nochmal und nochmal und so weiter. Und spätestens bei 80 Euro habe ich mir immer gedacht, nimm hin und geh in Frieden, liebes Geld, es kommt wieder Neues nach. Und genau diese Haltung muss man sich schaffen. Und da muss man über seine eigene Angst drüber springen durch entsprechende Maßnahmen, wie ich es damals gemacht habe. Es gibt andere Maßnahmen, da muss jeder für sich finden, was der richtige Weg ist. Aber die hat bei mir ganz gut funktioniert. Da muss man ja auch ganz schön konsequent für sein, ne? Ja, ich war von allein nicht immer konsequent, aber ich hatte einen Coach, der dann manchmal nachgeholfen hat. Und was rätst du Leuten, die sagen, schaffe ich nicht allein? Coach nehmen. Also ein Coach, es ist erstmal eine Investition, klar. Aber er wirkt einfach Wunder, weil ein Coach, der gut ist, also ich hatte damals ein Telefoncoaching, das war in 1-2-wöchentlichem Abstand. Und wenn der gut ist und ich dann versucht habe, irgendwie so auszuweichen und zum Beispiel meine Zielgruppe wieder zu vergrößern, dann hat er wieder mit dem Finger drauf gezeigt und gesagt, na, da war doch was mit einer kleinen Zielgruppe, wie sieht's denn jetzt aus? Und das zwingt einen, sich immer wieder auseinanderzusetzen und ein guter Coach, der lässt einen halt nicht weglaufen und man läuft viel mehr weg, als man eigentlich glaubt, dann kriegt es gar nicht selber richtig mit. Zwingt auch zur Regelmäßigkeit, ne? Ja. Ja. Stichwort Regelmäßigkeit, wie wichtig findest du das? Absoluter Schlüssel. Also ich denke, für die persönliche Psychologie das erste Wichtigste ist, einen klaren Fokus zu haben auf ein Ziel, auf einen Traum, auf eine Vision. Und das zweite ist eine Regelmäßigkeit, weil sonst kommt man nie in die Umsetzung, sonst hat man einen Fokus, macht dann irgendwie, gibt 3 Wochen richtig Gas und dann verpufft das Ganze wieder, weil einem irgendwas Neues eingefallen ist. Also diese Regelmäßigkeit, immens wichtig.
Jetzt sind wir schon sehr stark bei Glaubenssätzen. Verrat uns doch noch ein paar von dir. Deine Kunden, meine Kunden sind. Meine Kunden sind meine Freunde, meine Fans. Ich mag meine Kunden, ich liebe meine Kunden. Geld, was ist Geld? Nicht alles, aber ohne Geld ist alles nix. Was glaubst du über deine Mitarbeiter? Wenn man sich jetzt den heutigen Tag anguckt, die haben das super hingekriegt. Ich finde, die sind richtig klasse. Klar, es gibt hin und wieder den einen oder anderen Punkt, wo es nicht so funktioniert. Dann muss man drüber sprechen und an manchen Punkten muss man vielleicht auch gar nicht drüber sprechen, weil ich glaube, dass viele Unternehmer, die haben so einen Perfektheitsanspruch. Und ich glaube, der ist gar nicht nötig. Der ist, also führt dann eher zum negativen Denken im Unternehmen, weil man immer die ganzen kleinen Fehler sieht. Und die meisten Kunden sehen diese Fehler niemals und nehmen sie niemals wahr. Und selbst wenn Kunden Fehler sehen, ich glaube nicht, dass ein Kunde beim Unternehmen kauft, weil die Leistung immer perfekt ist. Also bei einer Fluggesellschaft vielleicht schon, weil wenn die dauernd abstürzen, wäre nicht so gut. Aber beim Anwalt, bei einem Arzt, bei einem Grafikdienstleister, da geht es mir nicht darum, dass der immer perfekt ist, sondern darum, dass der versteht, was will ich eigentlich, und darauf versucht, eine adäquate Lösung zu finden. Wenn er die nicht gleich im ersten Schritt findet, dass er dann im zweiten Schritt nochmal versucht. Also Perfektheit ist, glaube ich, in vielen Bereichen nicht der richtige Anspruch. Und deswegen muss ich das auch nicht von meinen Mitarbeitern verlangen. Weil damit demoralisiere ich Mitarbeiter eher. Demoralisierung bzw. das Gegenteil, Mitarbeitermotivation, ganz, ganz großes Thema. Was ist da so dein... Naja, also erstmal grundsätzlich denke ich, Mitarbeiter müssen, wenn sie eingestellt werden wollen, diese Motivation mitbringen. Weil jeder Mensch und auch jeder Mitarbeiter entscheidet erstmal über seine Motivation selbst. Ich kann mich dafür entscheiden, irgendwie schluffi zu sein und da glücklich sein, und ich kann mich dafür entscheiden, wirklich was in der Welt bewegen zu wollen. Das heißt, er kommt mit einer bestimmten Motivation oder ohne diese Motivation erstmal zu mir, und da gilt es natürlich, die rauszufinden, die entsprechend schon motiviert sind. Dann, glaube ich, ist es ein ganz großer Schlüssel für einen Unternehmer, dass er eine glasklare und anziehende, attraktive Vision hat. Wenn ich mir das mal versuche, bildlich vorzustellen, wir gehen mal zurück in die 60er Jahre, da gab es diese Geschichte mit der Mondfahrt, und da hat ja Kennedy ausgerufen, innerhalb des Jahrzehnts ein Mann auf den Mond und wieder zurück. Ich glaube, viele von den Wissenschaftlern, die damals sich daran beteiligt haben, die hätten dafür sogar für umsonst gearbeitet, einfach weil die Vision so anziehend war, dass alles andere wär einfach langweilig gewesen. Und wenn man das als Unternehmer so schafft, so eine Vision aufrechtzuerhalten und zu schaffen, dann klappt das auch mit der Motivation von den Mitarbeitern. Und wie schafft man eine, wenn man jetzt ein bisschen rumdenkt und einem fällt keine ein? Dann denkt man ein bisschen länger drüber rum, wechselt unter Umständen auch mal den Ort. Also zum Beispiel, was ich oft erlebe, ist, Leute setzen sich vor ihren Computer mit Mindmanager oder so und versuchen, dann eine Vision zu finden. Das ist ein ganz schlechter Ort am Computer. Die Visionen kommen einem, ich meine, wir wissen es ja in Wirklichkeit, die kommen einem eher in der Karibik unter der Palme, wenn man da irgendwie mal ein, zwei Wochen gelegen hat und vielleicht ein paar Bücher gelesen hat und je nach Vorliebe entweder geschwommen, geschnorchelt oder kein Pirinias getrunken hat, je nachdem, was man mag. Da kommen einem die Ideen, die guten Ideen, die einem dann wieder Energie geben. Und wenn man das eh schon weiß, dann muss man für sich einfach rausfinden, wo kommen mir die guten Ideen, und dann geht man dahin. Und die kommen einem nicht am Computer, weil da ist man irgendwie so eingespannt und eingesperrt und statisch. Da kommen dann keine guten Ideen. Nach der Vision, hast du ja eben schon mal gesagt, kommt dann die Strategie. Was braucht es da? Klare Zielgruppe hatten wir vorher schon. Fokus, kleine Zielgruppe. Und vor allen Dingen diese Zielgruppe wirklich zu lieben. Das heißt, ein persönliches Verhältnis aufzubauen, emotionales Verhältnis zu den Kunden aufzubauen. Weil nur dann, wenn ich positive Emotionen meinen Kunden gegenüber habe, habe ich die langfristige Garantie, dass ich mich auch weiter auf diese Kunden fokussiere. Wenn ich die eigentlich gar nicht mag, dann laufe ich unterbewusst immer rechts oder links an der Seite vorbei. Ist es auch das, was du mit Neurostrategie meinst? Ja,
Absolut. Also mit Neurostrategie, da geht es mir eigentlich darum. Neuromarketing ist ja seit 10 Jahren in der Diskussion. Der Kunde entscheidet unbewusst und emotional und so weiter. Und gleichzeitig wird immer bislang davon ausgegangen, aber der Unternehmer, der macht eine rational-analytisch durchstrukturierte Strategie, was meines Erachtens nach nicht geht, weil ich bin ja als Unternehmer, bin ich auch Kunde und im einen Fall mache ich es emotional unbewusst und wenn ich dann auf dem Unternehmerblatt sitze, dann soll es auf einmal analytisch und rational gehen. Das geht für mich nicht zusammen. Und ich glaube, die ganz viele Entscheidungen, die ich als Unternehmer treffe, sind letzten Endes auch unbewusst, emotional und so weiter. Dann muss ich einfach dafür sorgen, dass ich mich in einem Umfeld bewege, in dem ich die richtigen Emotionen habe. Und das geht am einfachsten mit Kunden, die ich liebe. Mhm. Den Strategiepreis hast du ja 2009 bekommen. Mhm. Wofür gab es den? Für die Entwicklung der eigenen Strategie für das eigene Unternehmen, also für die Unternehmercoach GmbH. Wofür gab es den? Also man muss wissen, ich war vor 2003 pleite. 2004 hat mich irgendwann mal eine Unternehmerin gefragt, sie hätten Probleme in ihrem Unternehmen und ob ich ihr nicht helfen könnte. Und ich dachte mir, wieso fragt die mich? Ich bin gerade erst pleite gegangen. Da dachte ich mir, ja, probier das halt mal aus. Und dann konnte ich ihr helfen und dachte mir, oh, das macht auch noch Spaß. Kam kurz drauf noch ein Unternehmer, hat mich auch gefragt, dem konnte ich auch helfen. Und dann habe ich das so hobbymäßig nebenher gemacht. Also ich hatte ja noch meine zweite Softwarefirma und nebenbei ab und zu mal gecoacht als Hobby. Und das hat immer mehr und mehr Spaß gemacht. Und irgendwann kam die Entscheidung, hey, das machst du zum Beruf. Und man muss einfach wissen, ich komme ursprünglich aus diesem Softwarebereich. Ich habe von Beratung, Coaching und so weiter null Ahnung gehabt. Das heißt, das ist schon eine gewisse Herausforderung, dann so schnell, wie ich es dann geschafft habe, dann eine Positionierung zu erarbeiten und sich einen Namen zu schaffen. Und das habe ich dann, als die Entscheidung klar war, also ich habe erst Mitte 2007 die Unternehmercoach GmbH gegründet. Anfang 2008 kam das Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer raus und dann im April 2009 habe ich einen Strategiepreis für gekriegt, weil das hat sich natürlich auch diese Positionierung in den Zahlen entsprechend niedergeschlagen. Also die Kurve, die geht so richtig schön nach oben und für den Strategiepreis, den kriegt man eben für eine erfolgreiche Strategieumsetzung, nicht nur für eine schöne Strategie auf dem Papier. Das heißt, das, was du predigst in deinen Büchern, das hast du dann mit deinem Unternehmen auch selber vorgemacht. Ja. Ja, schön. Wenn du jetzt heute von mir 25.000 Euro bekämst und ich würde dich bitten, mach mal damit ein neues Unternehmen. Was würdest du machen mit dem kleinen Kapital? Ich würde genau das Gleiche wieder machen wie jetzt auch, weil ich einfach das, was ich gerade mache, wirklich lieb und begeistert von bin. Wobei, da brauche ich keine 25.000 Euro, das geht mit weniger. Mhm. Also das Entscheidende ist die Idee. Was ist denn der Knackpunkt? Viele sagen ja, ich würde ja gerne, aber ich habe ja auch kein Startkapital. Was rätst du denen? Ich glaube, das ist eine Ausrede. Also es gibt Bereiche, da brauche ich Startkapital. Wenn ich, was weiß ich, eine Druckerei gründen will, dann muss ich erstmal Maschinen und so weiter haben und mit Bankkredit, da brauche ich Startkapital. Aber über 2/3 aller Unternehmen werden mit Geld von Friends und Family gegründet und nicht über Bankdarlehen. Und wenn es über 2/3 aller Leute schaffen, warum soll das dann jemand, der anfangen will, nicht auch schaffen? Was ist denn der wichtigste erste Schritt? Der wichtigste erste Schritt ist, sich eine Zielgruppe auszusuchen, die man wirklich liebt und die kennenzulernen und rauszufinden, was ist deren zentrales Problem. Wenn man das hat, dann ist der nächste Schritt meines Erachtens nach anzufangen und nicht Ewigkeiten über irgendein Papier zu brüten und das Design von dem Konzept noch weiter zu verbessern und noch weiter zu verbessern, sondern einfach anzufangen. Und dabei mache ich naturgemäß Fehler. Das gehört dazu, aber daraus lerne ich. Und derjenige, der nur über sein Papier brütet, der lernt halt nicht, weil er diese Fehler nicht macht. Das heißt, diese Fehler sich zugestehen, sicherlich auch so weit absichern das Ganze, dass die Fehler nicht tödlich sind. Das heißt, ich würde, wenn ich heute gründe, immer mit einer Unternehmergesellschaft gründen. Da tue ich dann, je nachdem, was ich gründe, 2.000, 3.000, 5.000 Euro rein. Das ist mein Spielgeld. Und wenn das mit den 5.000 Euro dann nicht klappt, dann ist aber auch zu Ende. Da wird nicht nachgeschossen. Hast du mal gesagt, ne? Kein Geld nachschießen in ein System, das nicht funktioniert. Ja. Kann man ja auch beliebig umdenken in andere Systeme. Kann man beliebig umdenken in andere Systeme, ja.
genau. Du hast ja auch. Du spielst da gerade auf das aktuelle Beispiel mit Griechenland unseren südeuropäischen Freunden an. Ja. Ganz genau. Ja, du äußerst dich ja auch durchaus in Social Media und auf deiner Webseite auch zu aktuellen wirtschaftlichen Themen. Da hast du ja durchaus auch schon einen Expertenstatus mittlerweile. Ja, wobei ich versuche einigermaßen zu vermeiden, mich jetzt ganz auf tagesaktuelle Themen einzulassen. Also diese Beiträge, die ich ja auf meiner Website geschrieben habe zur Wirtschaftskrise, das sind große Beiträge, einer 2008, kurz nach der Lehman-Pleite. Jetzt Anfang August zur Griechenland-Krise nochmal ein Beitrag, wo ich das Ganze aber versuche in großen Dimensionen zu zeichnen. Sobald ich anfange, in die Tagespolitik reinzugehen, manchmal gehen die Gäule mit mir durch, dann mache ich das. Aber das ist wirklich die Gefahr, dass zwei Tage später das, was man geschrieben hat, im Augenblick, so schnell wie sich alles entwickelt, völlig überholt ist. Ja, es verunsichert die Leute ja aber schon sehr. Mhm. Also ich denke auch gerade viele Unternehmer sind dadurch sehr verunsichert. Was rätst du denen? Naja gut, ich meine, das ist ja auch, die sind zu Recht verunsichert, weil es wird nicht, oder sagen wir mal so, in Bezug auf Griechenland und Südeuropa und auch auf die anderen Länder wie jetzt Spanien, Irland, die sind so hoch verschuldet, dass die Schulden niemals zurückgezahlt werden können. Selbst bei Deutschland ist es genau das Gleiche. Wenn man jetzt die Ausgaben, die Staatsausgaben halbieren würde, was in eine mittelgroße Revolution münden würde, und die Staatseinnahmen gleich blieben, dann würde es trotzdem noch über 60 Jahre dauern, bis praktisch die Schulden zurückgezahlt werden. Also kann man davon ausgehen, sie werden nie zurückgezahlt. Und zugleich haben wir eine Situation, wo sie nicht nur nie zurückgezahlt werden, sondern all diese Länder, inklusive Deutschland, immer noch weitere Schulden obendrauf machen. Das heißt, dieses, ich sag mal, Businessmodell der Staaten ist endlich. In Firmen gibt es eine klare Regelung, wann die pleite sind. Die haben wir bei Staaten nicht. Deswegen machen die so lange weiter, solange ihnen halt noch irgendwer Geld gibt. Aber irgendwann gibt ihnen halt keiner Geld mehr. Und das ist nicht so was Graduelles, wo sie alle wundern, ja, die Griechen vor 4 Jahren hatten die ja schon ähnliche Probleme. Warum waren da alle ruhig? Sondern es kommt irgendwann der Punkt, wo die Geldgeber glauben, das wird nichts mehr. Und an dem Punkt kippt es. Das ist genauso bei Privatmenschen, wenn die Geld aufnehmen, das funktioniert ganz prima, bis die Bank irgendwann denkt, jetzt klappt es nicht mehr und dann kippt das ganze Modell. Dieser Punkt wird kommen, auch in Deutschland. Und da muss man mit umgehen. Was dann passieren wird, kann man prognostizieren, sich schwarze Szenarien ausmalen, solange man lustig ist. Ich glaube, das ist nicht wirklich entscheidend. Wichtig ist, offen zu bleiben, zu sehen, sowas kann kommen und wird auf eine bestimmte Zeit kommen und dann flexibel zu bleiben, um flexibel darauf reagieren zu können. Weil jede Prognose kommt, eine Inflation kommt, eine Deflation, das ist alles irgendwie Humbug, lässt sich nicht wirklich nachweisen, weil wir haben in dieser Form kein historisches Vorbild. Also klar gab es 1929 und so weiter, aber die Situation heute ist doch eine andere, sodass wir es einfach nicht sagen können. Und jeder Theoretiker, der sagt, dann kommt eine Inflation, der lügt einfach, weil er weiß es nicht. Das heißt auch für Unternehmer eigentlich einfach erstmal weitermachen, ne? Weitermachen, sich auf die Kunden konzentrieren und flexibel bleiben und dann zu sehen, wenn auf einmal durch so eine Krise das Pferd tot ist, das man reitet, dann halt rechtzeitig absteigen. Und noch eins vielleicht. Ja? Ich glaube, in so einer Krisensituation, da wird es auf jeden Fall Menschen brauchen, die in der Lage sind, in unsicheren Situationen Entscheidungen zu treffen und auch umzusetzen. Das heißt, die Fähigkeiten von Unternehmern werden in so einer Krisensituation noch sehr viel stärker gebraucht, als jetzt in so einer, ich sag mal, normalen Alltagssituation, wo man das Ganze auch irgendwelchen Bürokraten bislang überlassen konnte, die halt irgendwie Business as usual gemacht hat. Das wird dann nicht mehr gehen. Da braucht man andere Leute. Genau, darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Und da haben auch die anderen schon einiges Interessantes zugesagt. Mhm. Also das Unternehmertum ist ja erstaunlicherweise gar nicht besonders beliebt als Berufswunsch. Mhm. Ne? Und du sagst aber gerade, eigentlich brauchen wir gerade jetzt Unternehmer. Woran Absolut. Liegt es, dass da keiner Lust zu hat?
Naja gut, ich meine, das ist sicherlich zum einen eine Frage der Vorbildfunktion. Und sehr, sehr viele Unternehmer sind in Wirklichkeit eigentlich Selbstständige, sind Fachkräfte, die 80, 90 Stunden in der Woche arbeiten, die permanent irgendwelchen Stress mit irgendwelchen Kunden, Banken oder Mitarbeitern haben. Und jeder Mensch, der nur ein bisschen in die Nähe kommt und das betrachtet, der denkt sich nach einiger Zeit, hey, das tue ich mir nicht an, den Scheiß. Und das heißt, wir haben Vorbilder, die nicht dazu geeignet sind, Vorbilder zu werden. Die sind, ja, Unternehmer sein ist bis auf ganz wenige Ausnahmen, also ich will Steve Jobs oder Richard Branson oder so nennen, ist einfach nicht sexy. Und ich meine, die ganzen öffentlichen Stellen, Verbände und so weiter, also in meinen Augen tun die auch alles dafür, das Unternehmersein so unsexy wie möglich zu machen. Wenn ich mir irgendeine IHK-Veranstaltung angucke, also jeder, der da frohen Mutes hingeht und glücklich wieder rausgeht, der muss meines Erachtens nach krank im Kopf sein. Also da muss man schon ein ganz spezieller Zeitgenosse sein, um das gut zu finden. Es hat so gar nichts mit dem zu tun, was gerade auch junge Menschen machen wollen. Ich meine, hey, wer will irgendwie Erbsen zählen und sich irgendwie mit trockenen Bürokraten die Hände schütteln und grinsen, obwohl einem in der Tasche hinten das Messer aufgeht? Das heißt, was braucht es? Das braucht mehr Vorbilder wie Steve Jobs, Richard Branson, Unternehmer, wo andere Menschen wirklich sagen, hey, das sind geile Leute und ich wäre gern vielleicht auch so wie die, zumindest im Kleinformat. Wie unsere Unternehmerstars, ne? Wie unsere Unternehmerstars, genau. Das war letzten Endes auch die Motivation dafür, diese Veranstaltung überhaupt ins Leben zu rufen und dann eben auch weiterzutreiben mit anderen Unternehmerstars. Weil es gibt so extrem viele geile Kleinunternehmer, nur kennt man die halt nicht. Und das ist hier eine Chance und eine Möglichkeit, die auch wirklich ins Rampenlicht zu holen. Also die Hidden Champions von Deutschland. Ja, wobei die Hidden Champions von dem Hermann Simon, der den Begriff geprägt hat, das waren so die Wirts und Kerchers und so weiter mit 50.000 oder 30.000 Mitarbeitern. Hier geht es um die Hidden Champions, die 30 oder 50 Mitarbeiter haben. Das ist was ganz anderes. Also wirklich kleine und mittlere Unternehmen und nicht diese riesen Unternehmen, die eigentlich in Wirklichkeit alle kennen, weil sie gar nicht so hidden sind. Wo geht denn die Reise hin mit den Unternehmerstars und mit der Vision der Vorbildfunktion? Gut, ich meine, diese Idee der Unternehmerstars, die kann man ausdehnen in alle möglichen Richtungen. Was ich grundsätzlich nicht mache, ist einen Plan, der sagt, okay, in 7 Jahren muss das und das erfüllt sein und dann so schrittweise runterbrechen, sondern mir geht es eher um Ideenkern. Und dieser Ideenkern von den Unternehmerstars ist eben, mehr Vorbilder zu schaffen. Unternehmer auch befähigen, Vorbild zu werden. Manche Unternehmer sagen sich vielleicht, ja, aber ich will ja jetzt gar nicht Vorbild werden. Und ich glaube, die unterliegen einem Irrtum. Weil irgendwann wollen sie ihr Unternehmen irgendjemand übergeben. Einem Käufer, ihren Kindern, etc. Und ihre Kinder, die werden das unter aller Garantie nicht übernehmen wollen, wenn sie nicht vorher schon Vorbild waren. Das heißt, es ist in blanken Eigeninteresse, so eine Vorbildfunktion einzunehmen, vielleicht nicht in so einem Format wie hier in den Unternehmerstars, aber zumindest in seiner kleinen eigenen Welt. Wo es weiterhin geht, klar, die Unternehmerstars-Seminare werden wachsen. Jetzt mit 50 Leuten ist ein guter Anfang. Ich denke, da lässt sich noch mehr draus machen. Die Leute sind auch begeistert von. Es lässt sich aber so viel anderes noch denken. Zum Beispiel für andere Stars, Musik oder Schauspiel, da gibt es zum Beispiel Fanzeitschriften, wo die dann auch so ein bisschen was aus ihrem Leben erzählen. Und man könnte sich auch überlegen, so eine Art Fanzeitschrift für Unternehmerstars, wo die aus ihrer Art und Weise, wie sie leben, wie sie ein Unternehmen aufbauen, dass man darüber berichten kann. Also es gibt tausenderlei Möglichkeiten und da bin ich einfach offen, was auf mich zukommt. Jetzt bringe ich das hier erstmal ins Leben und wenn das richtig läuft, dann ist einer von den vielen Möglichkeiten oder eine von den vielen Möglichkeiten ist der nächste natürliche Schritt und den werde ich dann gehen. Aber das muss ich jetzt nicht entscheiden. Es gibt also die Idee ganz in der Entfernung und einen konkreten Schritt jetzt. Und die anderen konkreten Schritte, da bin ich flexibel. Das ist, glaube ich, auch immer ein ganz gutes Erfolgsrezept, ne? Ja. Ja. Gut, prima. Dann sind wir mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall. Ich danke dir herzlich. Danke.